kommt ein Pigment auf dem Papier und dann wird dann einmal getanzt und dann dieser Tanzmoment wird dann auf diesem Papier gebannt. Das ist, da erscheint etwas, was normalerweise unsichtbar ist. Eine neue Bühne, eine ungewöhnliche Bühne. Und natürlich ist etwas, was nicht jeden Tag passiert. Wir zeichnen das mit High-End-Kameras auf der anderen Seite ist die Kunst auch eine ganz eine, hochqualitative. Und das beides zusammen ergibt ein ganz ein tolles Ergebnis. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das sicherlich auch von dauerhaftem Wert ist. Für mich ist Kunst sozusagen das Produkt und moderne Kameratechnik das Werkzeug. Das heißt, je besser das Werkzeug, umso freier dann eigentlich der Künstler bei seiner Arbeit. Tanz, so wie man das in der Realität, das in einem Theater anschaut, hat eine unglaubliche Auflösung, das in unseren Augen. Und mit einer High-End-Produktion zu arbeiten, bringt das auch genauso nah und so real, wie das eigentlich ist. Ja, natürlich ist Tanz etwas, was man normalerweise live sieht und was man am besten live sieht. Aber umso besser die Kamera ist, umso besser kann man dieses Gefühl und das Tanz bewundern. One of my favorite things we get to work on is fine art, projecting in 4K, which when you have a really large screen, you can get really close to the screen and kind of become immersed in the experience. Wenn ich mir vorstelle, wir würden das Ganze in HD umsetzen, könnte ich mir vorstellen, dass einfach einige Pigmentpunkte, die sehr fein sind, einfach auch nicht zum Ausdruck kommen oder einfach nicht gesehen werden. Deswegen, ich finde, also diese Idee ist einfach stellvertretend dafür, was 4K in der Kunstszene machen kann und was die Kunstszene mit 4K machen kann. When you're creating something that should stand the test of time and have more of a eternal presence, shooting in 4K years later, it's going to be a really smart decision. Wir haben 4 Kameras parallel im Einsatz. Alle Kameras sind 4K, also höchste Qualität für höchste Kunst.